Ja, Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Alternative für Deutschland vertritt als politische Partei alle Interessen unseres Volkes gleichermaßen. Wir lassen es nicht zu, dass wir die Geschlechter gegeneinander ausspielen, gerade nicht in der Corona-Krise, wo es darauf ankommt, zusammenzustehen und auch eine Gemeinschaft und ein als Volk gemeinsam zusammenzustehen in einer Phase, in der eine Regierung es sich anmaßt, in der es sich sogenannte Oppositionspartei anmaßen, dieses Volk zu drangsalieren, zu unterdrücken und mit Maßnahmen zu überziehen, die absolut unverhältnismäßig sind. Und jetzt kommen dieselben auch noch hierher und nutzen diese Gelegenheit, um die Geschlechter gegeneinander auszuspielen. Das ist ein schlechter Stil und das hat doch nichts mit seriöser Politik zu tun, sehr geehrte Damen und Herren. Wir als Alternative für Deutschland lassen es nicht zu, Männer und Frauen gegeneinander auszuspielen. Wir wollen, dass nicht die einen meinen, sie haben eine Hauptbelastung zu tragen und die anderen würden davon sogar noch profitieren. Das suggeriert doch dieser Antrag. Da ist sich unsere Fraktion insofern auch einig, dass wir es nicht zulassen werden, dass solche Interessen gegeneinander ausgespielt werden. Der Bayerische Landtag ist nicht die Projektionsfläche für an den Tag gelegte Egoismen einzelner Vertreter des Bayerischen Landtags. Und die Fraktionen haben doch überwiegend doch mehr als genug vernünftige Männer in ihren Reihen, um auch diesem Gebaren mit solchen Anträgen entsprechend Einhalt zu gebieten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen beide Anträge ab.